Der schlechteste aller Zustände. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 16 bis 22, Übersetzung Schlachter 2000. Denn wenn Tote nicht auferweckt werden, so ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, dann sind auch die in Christus Entschlafenen verloren. Wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, er ist der Erstling der Entschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Wenn der Glaube an Jesus Christus nichts Wahres, Realistisches, Glaubwürdiges und Erstrebenswertes beinhalten würde, warum sollte man dann Verfolgung, Spott, Anklage, Verachtung und sogar Tod in Kauf nehmen? Laut Statistik werden 200 Millionen Menschen aus über 60 Ländern der Welt aufgrund ihres christlichen Glaubens ihrer Grundrechte beraubt. Nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen wurden im Jahr 2021 etwa 84 Millionen Menschen gewaltsam vertrieben, entweder innerhalb ihres eigenen Landes oder 26 Millionen über die Grenzen hinweg. Viele von ihnen sind Christen, die vor Verfolgung fliehen. Warum lassen die Christen das über sich ergehen, wenn doch alles, woran sie glauben, nur Einbildung wäre? Das ergibt keinen Sinn. Vor allem auch deshalb nicht, weil die größten Verfolgungen in Staaten geschehen, die islamisch oder atheistisch geprägt sind. Und die Zahlen gehen nach oben. Der Teufel weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Und das ganze Dilemma ist ja nicht erst seit gestern festzustellen. Auch der Apostel Paulus hatte erheblichen Widerstand erfahren auf seinen Missionsreisen und aufgrund seines Glaubens an den Erlöser Jesus Christus. Und dies nicht nur von Ungläubigen. In 2. Korinther, Kapitel 11, Verse 22 bis 28 schrieb er: Ich habe weit mehr Mühsal über die Maßen, viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden, 3x habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren auf Flüssen, in Gefahren durch Räuber, in Gefahren vom eigenen Volk, in Gefahren von Heiden, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, oftmals in Fasten, in Kälte und Blöße, zu alledem der tägliche Andrang, zu mir die Sorge für alle Gemeinden. Was machte ihm dennoch Hoffnung? Was trieb ihn dennoch an? Warum gab er nicht auf und warum machte er sich sein Leben nicht leichter? Weil dieses Leben auf Erden nicht alles ist und es ein ewiges Leben gibt und weil die Toten auferstehen werden. Davon war er überzeugt. Wäre es nicht so, dann gilt: Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Jesaja 22, 13. Und die Begründung für die Auferstehung aller war und ist die Auferstehung von Gottes Sohn Jesus Christus. Bei Wikipedia wird die Bezeichnung Elend wie folgt beschrieben: Elend beschreibt einen Zustand von Not, Armut oder Hilflosigkeit, bildungssprachlich auch Misere, ursprünglich gekoppelt mit der Zusatzbedeutung Vereinsamung oder Ausgestoßenheit. Elend beschreibt in allen Formen einen schlechten Zustand. Und die höchste Steigerung davon wäre der Zustand eines Christen, der entweder nicht daran glaubt, dass es eine Auferstehung gibt,
Die Sadduzäer seinerzeit glaubten nur an die 5 Bücher Mose und lehnten eine Auferstehung der Toten ab. Oder vielleicht auch solche, die das ganze Thema nicht für so wichtig und entscheidend halten und ihren Fokus in erster Linie auf dieses Leben richten. Das wäre aber im Grunde ein toter Glaube, ein rein religiöser Glaube ohne Sinn und ohne Perspektive. Sozusagen vergebliche Mühe und ein Kreisen um sich selbst und um dieses irdische Leben allein, ohne eine begründete Hoffnung auf mehr zu haben. Lukas schrieb über den König David, der auch von der Auferstehung wusste, in Apostelgeschichte 2, Verse 30 bis 33, da heißt es: Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus gesagt: Er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, des sind wir alle Zeugen, da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat, den verheißenen Heiligen Geist vom Vater hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Das Wirken des Heiligen Geistes ist also ein Beweis neben vielen Augenzeugen, dass Jesus lebt und der Tod ihn nicht halten konnte. Und dieser Geist wirkt bis heute, denn sonst würde auch kein Mensch mehr zur Umkehr und zum Glauben an das biblische Evangelium an Jesus Christus finden können. Wenn nun die Worte der Bibel und insbesondere auch die übermittelten Worte von Jesus selbst ernst nimmt und daran glaubt, wird wissen dürfen, dass Christen eine Zukunft haben, nach ihrem leiblichen Tod, sofern die Entrückung noch nicht stattgefunden hat. In Johannes 14, Verse 1 bis 3 sagte Jesus zu seinen Jüngern: Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. An diesen Ort kommen wir nicht, wenn wir noch in unseren Sünden sind. Und das wären wir trotz Glauben, wenn Gott seinen Sohn Jesus Christus, den Messias, nicht aus den Toten auferweckt hätte. Ohne Auferstehung kann es keine Vergebung der Sünden geben. Denn dann hätte es keine Gerechtigkeit gegeben, weil der Preis nicht bezahlt wurde. Dann hätte Jesaja gelogen, der prophezeit hatte, dass der Messias misshandelt, zerschlagen und durchbohrt wird und die Gläubigen Frieden hätten durch seine tödlichen Wunden. Jesaja 53, 1-7. Und weil dies die Voraussetzung zu unserer Seligkeit war und bis heute ist, müssen wir zu dieser ewigen Wahrheit auch stehen und bei Evangelisationen oder wenn wir mit anderen über unsere Hoffnung reden, auf Kreuz und Blut hinweisen und auf die geistlichen Zusammenhänge verweisen zwischen Geist, Glaube und Gerechtigkeit, die allein Tod und Auferstehung von Gottes Sohn bewirken konnte. Im Koran wird es vehement bestritten, dass Gott überhaupt einen Sohn hat und geleugnet, dass Jesus gekreuzigt wurde und starb und demnach auch nicht von den Toten auferstanden sein kann. Aber das ist eine satanische Lüge. Diese Behauptung entbehrt jeder biblischen Wahrheit und Logik. Der Heilige Geist befördert in den Gläubigen den Glauben an die Gerechtigkeit, die vor Gott Gültigkeit hat. Römer 10, 3, und demnach keine eigene Gerechtigkeit sein kann. Das wäre dann eine selbstbewirkte Gerechtigkeit aus Werken, die es aber so nicht gibt. Das ist Selbstbetrug, wenn man das für wahr und für richtig hält. Zum biblischen Evangelium gibt es keine Alternative, wenn man erlöst werden will und in den Himmel kommen möchte. Paulus sagte in Galater 5, 5, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit.
eine Hoffnung, die nicht dem gekreuzigten und auferstandenen Sohn Gottes zugrunde liegt, ist eine falsche Hoffnung, die nicht zum Ziel führt. Uns aber, die wir im Glauben mit Jesus am Kreuz mitgestorben und mit auferstanden sind, Galater 2, 20, ist das Heil und der Segen Gottes sicher und schenkt uns eine ewige und himmlische Zukunft, die alles sprengen wird, was wir uns vorstellen können. In Offenbarung Kapitel 21, Verse 1 bis 7 steht: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen: Siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir: Es ist geschehen. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell des Wassers des Lebens umsonst. Wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Gelobt und gepriesen sei unser Heiland. Der Name Gottes sei gelobt, der Name Jesu Christi sei gelobt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seid gesegnet.